Ich bin immer noch auf der Touristik und Karawan hier in Leipzig und ich bin bei Titronic angelangt, denn ich bin mich natürlich auch am Informieren, da jetzt bald unser Wohnmobil kommt, was mache ich für ein Alarmsystem rein? Und da ist auf jeden Fall Titronic das Ding, wo ich sage, perfekt geeignet. Und bei mir ist der liebe Stefan. Moin Stefan. Moin, hallo. Und Stefan möchte mir gerne mal das ganze System erklären, denn ich habe da natürlich auch so die eine oder andere Frage, die mich persönlich, aber bestimmt auch die Zuschauer im Kopf rumspukt, von wegen, wie funktioniert euer System? Ja. Erzähl doch mal, ich sehe jetzt ganz viele verschiedene Bauteile. Genau. Und wie ist es komplett vom System aufgebaut? Also generell ist unser System so aufgebaut, dass man das modular benutzen kann. Das heißt, ich muss nicht alles gleich einbauen, sondern kann, je nachdem, wie mein eigenes Sicherheitsempfinden ist, jederzeit erweitern. Die Basisanlage ist immer die Vipro 3 oder Vipro 3 SafeLock. Okay. Das kommt immer auf das jeweilige Fahrzeug. Das ist die Basiseinheit. Das ist die Basis. Die muss rein. Die sollte rein, wenn ich dementsprechend alarmiert werden möchte, über einen Alarm. Das heißt, dass es macht vor Ort dann eben Alarm in Form, dass die Hupe angesteuert wird oder eine zusätzliche Sirene und die Blinker eben blinken im Alarmfall. Das Schöne ist, ich habe jetzt gerade gelesen, das funktioniert alles bei euch über das CAN-Bus-System. Mhm. Das heißt, du gehst an die Fahrzeugelektronik und nimmst dir da auch die Signale schon weg. Genau. Dadurch brauche ich bei Originaltüren zum Beispiel nicht an jede Tür so einen Funkmagnetkontakt verwenden, wenn die Türen auch in dem CAN-Bus-System mit hinterlegt sind. Das kann man einfach testen, wenn zum Beispiel, also bei den Kastenwegen zum Beispiel, sind alle Türen, Schiebetür und die Hecktür im CAN-Bus-System ja hinterlegt. Weil sie über die Zentralverriegelung mit abschließbar sind? Nicht nur über die Zentralverriegelung, sondern weil dort ein Original-Türkontakt verwendet ist. Ach, das ist das, wenn du im Display dann siehst, Türe ist offen, der wurde dir sagt, Hecktür ist offen, Seitentür ist offen, Fahrer-Beifahrertür ist offen. Ah, okay. Genau. Und diese Auswertung erfolgt dann über den CAN-Bus. Und die Alarmanlage erkennt praktisch dann diese Signale und gibt dann eben Alarm, wenn sie geschärft ist. Okay. Bei teilintegrierten Fahrzeugen, die mit einer Aufbautür versehen sind, kann man das auch testen, indem ich die Tür aufmache, mache die Zündung an und wenn mir angezeigt wird, Tür ist offen, dann brauche ich auch dort nichts zusätzlich tun. Es gibt aber auch Hersteller, die auch die Aufbautür als zentral verriegelte Tür mit anbieten, die aber nicht im CAN-Bus-System hinterlegt sind. Und so kann ich das einfach testen. Ach so, das gibt's auch. Also, dass du die, weil ich weiß jetzt zum Beispiel bei unserem Wohnmobil, was wir bekommen, da ist die Aufbautür mit über die Zentralverriegelung geregelt. Aber ob die mit im CAN-Bus drin ist, sehe ich erst tatsächlich, wenn ich dann zum Beispiel aufgesperrt habe, die Tür mal auflasse, mach mal die Zündung an und sehe dann beispielsweise, dass er mir sagt, die. Das gibt es also sowohl als auch. Ganz genau. Ah, auch das ist interessant. Das machen Hersteller unterschiedlich. Entweder ist dort eine Masseleitung hingelegt, die einfach nur einen Stellmotor schaltet. Okay. Oder die verwenden halt den Original-Türkontakt, der dann auch in der CAN-Bus-Auswertung drin ist. Und da spare ich mir dann praktisch einen Funkkontakt. Ansonsten würde man halt auch wieder diesen Funkmagnetkontakt da einfach hinmachen? Genau. Und dann, wenn die Tür geöffnet wird, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist, gibt da eben genauso Alarm. Wie sieht es aus mit Heckgaragentüren? Ist da, wenn die jetzt, nur mal, da ist es dann auch wieder, wenn es über die Zentralverriegelung verschließbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es mit im CAN-Bus drin hängen könnte? Könnte. Weil es dann als Kofferraum dienen würde im System. Ja, oder eben an den Seitentüren eben mit angeklemmt wurde. Das ist aber auch abhängig wiederum vom Hersteller. Muss man dann individuell gucken, aber da habt ihr halt die individuelle Lösung dann, dass man ansonsten dann halt mit dem Funkmagnetkontaktschalter hingeht. Ganz genau, das ist korrekt. Okay, sehr gut. Die Basisanlage, egal ob die Vipro 3 oder Vipro 3 SafeLock, wird immer mit einem Steuergerät ausgeliefert und passenden Kabelbau. Ja. Mit einem Funkhandsender, mit dem ich einmal natürlich die Alarmanlage schalten kann und das Ganze eben mit Ton oder auch ohne Ton. Okay. Achso, dann kannst du still das Ganze, wenn du jetzt abends am Campingplatz und so, dann kannst du das ohne Quittierungston aus der Alarmzentrale dementsprechend dann eben schalten. Oder wenn ich nachts nochmal ein Fenster aufmachen möchte und meinen Mitreisenden nicht wach machen möchte, dann nutze ich halt diese Taste. Drücke da drauf, Alarmanlage geht unscharf, ich mache das Fenster auf, Alarmanlage wieder scharf geschaltet, ohne dass der andere wach wird. Sehr cool. Und dann gehört zum Lieferumfang ein Funkmagnetkontakt.
ein Funkmagnetkontakt gehört dazu, weil klar, es gibt ein Grundset, was man sich kauft und dann, weil jedes Fahrzeug hat unterschiedlich viele Dachluken, viele Fenster und deswegen kann man sich die dann für sein Fahrzeug nachordern. Richtig. Okay. Und jeder bestimmt selber, wie viel er dementsprechend ja machen möchte. Mit dem Grundset hätte ich jetzt zum Beispiel beim teilintegrierten Fahrzeug, wenn wir davon ausgehen, die Aufbautür ist jetzt nicht mit dem CAN-Bus drin, hätte ich die Fahrertür, die Beifahrertür und die Aufbautür über den Funkmagnetkontakt gesichert. Mhm. Das heißt, die Hauptzugangsmöglichkeiten ins Fahrzeug wären mit dem Grundset schon abgesichert. Cool. Und jedes weitere, was ich dann tun will, überlässt man letztendlich dem, der das Sicherheitssystem eben haben möchte. Mhm. Und der sagt dann, okay, ich möchte jetzt ganz gern zum Beispiel die Garagenklappen noch mit abgesichert haben, diverse Fenster, vielleicht die Dachluken noch. Mhm. Das Schöne ist bei unserem System, alles kann, nichts muss. Und ich kann halt jederzeit erweitern. Das heißt, du kannst, wenn du das Grundsystem drin hast und sagst dann nachher, ja, ich möchte jetzt doch noch die Dachluken. Mhm. Du kannst dann einen neuen Magnetkontaktschalter holen und den kannst du einfach anlernen. Genau. Der wird dann montiert und dann wird er einmal an die Alarmzentrale eben angemeldet. Das kann man dann selber machen? Das kann man dann selber machen. Das heißt, weil ich sage immer ganz klar, CAN-Bus-System jetzt mit der Alarmanlage sollte man machen lassen, weil da kann man im Auto, finde ich, auch einiges falsch machen. Ich bin da eher der Freund bei solchen Systemen. Ein versierter Techniker kann das wahrscheinlich auch alleine. Ja, also jemand, der sich mit Kfz-Elektrik auskennt, der wird das hinbekommen. Ja. Allen anderen empfehlen auch wir immer, das machen zu lassen, damit es am Ende des Tages soll es ja funktionieren. Genau, weil das ist wenn ich einmal damit angefangen habe, finde ich natürlich keinen, der es mir fertig baut. Weil da geht dann keiner mehr da dran. Da geht keiner mehr bei, ganz genau. Genau. Ja. Nee, aber das ist ja cool, wenn du das ganze Grundsystem eingebaut hast und sagst dann, ich will noch einen Magnetkontaktschalter dazu machen. Den kann ich einfach selber nachrüsten. Genau. Ich sehe jetzt da Funkkabelschleife. Ja. Wofür? Ist auch ein Ergänzungsprodukt, was wir anbieten, womit ich zum Beispiel alle mobilen Gegenstände um mein Fahrzeug herum sichern kann. Okay. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Halter, der wird am Fahrzeug entweder außen oder bei teilintegrierten oder bei auch Kastenwegen kann ich den im Inneren montieren. Dann habe ich hier am Ende des Kabels so eine Schlaufe. Okay. Jetzt gehe ich um meinen Gegenstand herum, den ich ganz gerne sichern möchte. Da wird es auch gerade in dem Video gezeigt. Wie lustig. Ach so, und dann hast du jetzt da zum Beispiel dein Fahrrad. Genau, dann gehe ich durch die Schlaufe durch, ziehe das dann so hin, wie ich es brauche und hänge dann einfach ein. Und wenn ich jetzt die Alarmanlage geschärft habe und entweder jemand das Kabel durchtrennt oder den aus dem Halter rauszieht, gibt sofort einen Alarm. Weil der sofort checkt, dass da irgendwas nicht stimmt und so hast du dein Fahrrad. Das finde ich super praktisch, weil du hast ja auch oft auf Wohnmobilen, dann hast du hinten, wie jetzt in dem Bild, dein Fahrrad hinten drauf. Mhm. Du bist irgendwo an der Raststätte, übernachtest beispielsweise und man hat immer, auch wenn man es abgeschlossen hat, immer so ein ungutes Gefühl, was passiert da hinten. Mhm. Da würdest du es sofort mitkriegen. Genau. Das ist natürlich, es ersetzt natürlich kein herkömmliches Schloss. Nein, also man sollte solche Sachen immer zusätzlich sichern. Richtig. Aber ich kann es ja auch verwenden, um zum Beispiel meine Möbel zu sichern. Jetzt stehe ich auf dem Stellplatz, will abends alles einräumen. Dann mache ich die einfach mit dem Kabel, mit der Funkkabelschleife fest, hänge es ein, gehe schlafen, mache die Alarmanlage scharf. Und wenn sich jetzt da draußen jemand zu schaffen machen würde, indem er das Kabel durchtrennt, um die Möbel mitzunehmen, würde sofort ein Alarm eben ausgelöst werden. Wie lang gibt es diese Kabelschleife? Die gibt es einmal in 2,50 Meter Länge und einmal in 5 Meter Länge. Einmal mit weißem und einmal mit schwarzem Kopf. Die 2,50 Meter wären dann perfekt für das Beispiel hinten am Fahrradträger, wenn du dann das beispielsweise hättest. Genau. Und diese 5 Meter wäre perfekt, was du gesagt hast, mit den Möbeln sichern beispielsweise. Da hast du oder also wenn ich abends noch einen Grill heiß habe, will aber schon zu Bett gehen, richtig, möchte aber, dass der nächsten Tag noch da ist. Ja. Alle mobilen Gegenstände ums Fahrzeug herum, die ich abends nicht einräumen will, kann ich damit zusätzlich sichern. Ich kann auch mehrere davon nehmen. Ja. Ist auch kein Problem. Genau. Genauso kann ich auch hergehen, wenn ich zum Beispiel unterschiedliche Einsatzbereiche habe, dann gibt es diesen Halter einzeln. Und ich habe jetzt eine Kabelschleife und dann kann ich den einen Halter auf die linke Seite und einen weiteren Halter auf die rechte Seite des Fahrzeugs montieren. Und dann kann ich die rechts oder links die eine Kabelschleife eben verwenden. Das ist auch super. Und der funkt dann eben auch seinen Zustand, so wie der Funkmagnetkontakt, an die Alarmzentrale.
Was sehen wir hier noch? Da sind ja noch viele Dinge mehr. Ich sehe jetzt hier Profinder, Vernetzungsmodul, Gaswarner. Ja. Wenn jetzt ein Alarm vor Ort ausgelöst wird und ich im Bereich vom Hören her der Hupe bin, dann bekomme ich ja mit, dass an meinem Fahrzeug irgendwas gerade passiert. Ja. Wenn ich aber weiter weg bin, dann möchte ich ja vielleicht ganz gerne die Information auch bekommen. Ja, dafür ist dann der Profinder das richtige Produkt. Dieses kann ich ergänzen zu der Vipro, kann ich aber auch Standalone verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte ganz gerne nur ein Ortungssystem haben, dann kann ich den Profinder auch alleine verwenden und zum Beispiel auch später dann die Alarmanlage nachrüsten. In dem Fall, wenn ich die Alarmanlage schon habe, den Profinder ergänze, würde ich dann, wenn ich eine SIM-Karte in das Gerät reinmache, würde ich dann die Informationen auf bis zu 10 Mobiltelefone übertragen bekommen. Das heißt, passiert jetzt ein Einbruch, ich bekomme die Information mit dem Grund des Einbruchs, also sprich, ob eine Originaltür geöffnet wurde, ob ein Funkmagnetkontakt ausgelöst hat. Das kriegst du angezeigt. Ob die Funkkabelschleife ausgelöst hat. Das heißt, du musst gar nicht raten, was ist hier, du weißt nicht nur, dass irgendwas passiert ist, du weißt auch, wo es passiert ist. Genau, also was letztendlich der Auslösegrund war. Und cool finde ich, was du gerade gesagt hast mit diesen 10 verschiedenen Nummern, weil... Nur mal als Beispiel, ich bin ja jetzt auch hier am Filmen und schalte ganz oft mein Handy dann tatsächlich mal auf Flugmodus oder so. Das heißt, ich würde es nicht mitbekommen. Wenn ich aber jetzt hingehe, meine Frau ist mit da drin hinterlegt, sie würde es dann mitbekommen und sie könnte dann agieren. Ja. Das ist natürlich super. Oder auch wenn Leute daheim geblieben sind und man hätte jetzt einen zum Beispiel medizinischen Notfall und würde über den Handsender, wenn ich beide Tasten drücke, dann löse ich ja einen sogenannten Panikalarm aus. Damit kann ich einmal natürlich, wenn jemand ums Auto schleicht, den verscheuchen. Ja. Aber ich könnte zum Beispiel auch das als Notfallknopf nehmen. Das heißt, ich drücke hier drauf. Dann kriegt derjenige ja auch eine Nachricht. Der Profinder würde dann eben die Daheimgebliebenen ebenfalls informieren können. Dann steht dann in der Meldung auch Panikalarm mit dem Standort des Fahrzeugs. Und das heißt, du kannst direkt Hilfe dahin schicken. Genau. Das heißt, ich rufe dann zum Beispiel als der zu Hause geblieben ist, dann an. Mal, es geht keiner dran. Okay, da scheint irgendwas zu sein und ich kann die Rettung kann dementsprechend genau sagen, wohin sie kommen muss. Ach, weil ich bekomme mit jeder Alarmmeldung, mit jeder Ortung, bekomme ich natürlich auch immer den Standort und den Meter genau, weil das ja über GPS läuft. Das ist natürlich richtig geil, weil das ist ja noch ein Zusatzfeature, was ich glaube, ganz viele noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Weil das wusste ich jetzt wirklich nicht. Also das finde ich richtig, richtig cool, weil... Seien wir mal ehrlich, die Generation, die unterwegs ist, wird ja, ich meine, wird langsam jünger, aber wir haben immer noch ganz viele alte Menschen, die unterwegs sind, alleine. Und das, so blöd es jetzt klingt, kann dein Leben retten. Ja. Das ist der Hammer. Wusste ich wirklich nicht. Genau, und viele denken einfach nicht dran, dass sie damit natürlich auch die, die eben hier hinterlegt sind, ebenfalls darüber informieren können. Sehr geil. Ja. Der Profinder kann aber natürlich noch viel, viel mehr. Er kann die Batterien überwachen. Die Starterbatterie wird automatisch schon überwacht über die Plusleitung. Ja. Ich kann aber auch meine Aufbaubatterien dementsprechend dann damit anschließen, sodass die ebenfalls dann die Informationen mir geben, wenn die zum Beispiel unter 11,2 Volt fallen. Kriegst du auch eine Nachricht? Dann kriege ich eine Nachricht, dann steht dabei, U1 wäre dann die Starterbatterie, U2, also Überwachungseingang 2, wäre dann die Aufbaubatterie zum Beispiel. Und wenn die unter 11,2 Volt fällt, bekomme ich vom Profinder die Information. Ey, ohne Flachs, ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, die das Ding noch zusätzlich kann. Weil da bin ich wieder bei dem Punkt, viele stellen ihr Fahrzeug natürlich auf den Stellplatz irgendwo ab. Machen ihre Alarmanlage an, das Auto steht da. Keiner Mensch kriegt mit, wenn die Batterie leer ist. Da kriegst du sogar die Nachricht, pass mal auf, du müsstest mal wieder dahin, lad mal bitte wieder nach, damit das erstens startfähig bleibt und zweitens, dass die Alarmanlage auch weiterhin funktioniert. Ja, ja, also der überwacht das. Ja, ja. Unfassbar. Echt der Hammer, ich bin gerade baff. Und ein richtig tolles Feature ist, dass ich mit dem Profinder, weil er ja zwei Schaltausgänge hat, auch eben viele Fahrzeuge stilllegen kann. Das heißt, jetzt ist es zu dem Fall gekommen, dass das Fahrzeug entwendet wurde. Ich habe es nicht mitbekommen, auch die anderen haben es nicht mitbekommen und Fahrzeug wäre jetzt unterwegs. Dann habe ich die Möglichkeit, über einen bestimmten Befehl dem Profinder zu sagen, beim nächsten Mal anhalten, schaltest du den Motor ab. Das heißt, wenn es wieder erwartend einer geklaut haben sollte und fährt und haut ab,
Das nächste Mal, wenn er an der Kreuzung, an der Ampel, an irgendwas steht, kannst du sagen, sobald das Auto angehalten hat, machst du den Motor aus und dann kriegt er ihn auch nicht mehr an. Richtig, genau. Dazu brauche ich halt zusätzlich noch eine Abschalteinrichtung. Die muss also im Fahrzeug montiert werden. Der Profiler kann eben über diesen Ausgang das schalten. Ich muss es aber anschließen. Viele sind ja der Meinung, wenn ich den Profiler verbaue, habe ich diese Funktion automatisch. Ach so, okay. Das ist aber ähnlich wie im Haus. Wenn ich das als Lichtschalter bezeichne, dann kann ich den Lichtschalter bewegen und tun. Wenn Sie aber keine Lampe da dran haben. Genau, und die Lampe wäre in dem Fall dann die Abschalteinrichtung. Ja, und es wird wirklich nur die Stromversorgung von der Zündeinheit und allem unterbrochen, weil viele kamen immer gefragt gehabt, dann wird die Dieselzufuhr unterbrochen oder. Aber da wird die Zündung unterbrochen. Das ist immer abhängig vom Fahrzeug natürlich, aber beim Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Iveco Daily zum Beispiel oder auch beim Ford Transit wird die Zündung unterbrochen. Okay. Und dadurch kann das Auto eben dann auch nicht mehr gestartet werden. Nicht mehr. Perfekt. Ja. Was haben wir noch? Wir haben Gaswarn. Oder was, wo wolltest du noch? Genau, wir hatten ja noch das Vernetzungsmodul, was ja genau hier zwischen ist. Das ist nochmal eine zusätzliche Bluetooth-Schnittstelle. Das heißt, ich kann dann entweder mit meinem Handy oder mit einer Smartwatch, im Moment funktioniert es mit der Apple Watch und mit Wear OS 2 Uhren. Okay. Wird aber jetzt zukünftig dann auch mit Wear OS 3 möglich sein. Mhm. Das heißt, alle neuen Uhren, die jetzt auf den Markt gekommen sind, zum Beispiel dieses Jahr, die auf Android-Basis sind, die haben Wear OS 3. Mhm. Und dann kann ich dementsprechend über Bluetooth auch die Alarmanlage schalten. Das heißt, ist dann für den Nahbereich, wenn du jetzt das Auto verlassen hast und guckst auf die Uhr, also du gehst weg, so ganz einfach, guckst auf deine Uhr, aktivierst die Alarmanlage und gut. Genau. Einfach. Ja. Ist halt eine zusätzliche Möglichkeit, die Alarmanlage eben zu steuern, ohne den Schlüssel dabei zu haben. Das ist super. Das ist doch cool. Also das ist super. Vor allem du hast dann wirklich, ich finde das Thema mit Smartwatch finde ich halt einfach nur geil. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, die Uhr hast du eh. Also Handy hast du ja schon immer mit. Mhm. Aber die Uhr hast du noch eher mit. Mhm. Deswegen ist das auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, und der dritte Bereich, den wir abdecken, sind unsere Gaswarnsysteme. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Gaswarnsysteme, die auch in der Regel alle wirklich gut funktionieren. Ja. Viele machen aber andere Dinge als jetzt unsere speziell. Okay. Also wir machen zum Beispiel, dass unsere Sensoren sich regelmäßig wieder neu kalibrieren, sodass immer, auch wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich verändert, immer das sich anpasst. Und das machen viele Gaswarnsysteme leider nicht. Die machen das beim Einschalten, dass sie sich einmal kalibrieren. Ja. Und dann ist das der Maßstab, nach dem die messen. Okay. Jetzt gibt es unterschiedliche Gase. Es gibt einmal Gase, die schwerer sind als die Atemluft. Propan, Butan hier vom Kochen halt ganz normal, ne? Zum Beispiel. Oder auch Narkose- und K.O.-Gase. Okay. Die fallen nach unten. Das heißt, das Gaswarngerät oder der Sensor muss im unteren Bereich des Fahrzeugs in der Regel zwischen 8 und 30 Zentimeter vom Boden her montiert sein, damit er zuverlässig diese Gase dementsprechend auch detektieren kann. Klar. Die zweite, eigentlich viel gefährlichere Variante sind die Kohlenmonoxide. Das heißt, alles was CO betrifft, ist leichter als die Atemluft, ist im oberen Bereich des Fahrzeuges eben zu detektieren. Manche Gaswarner können nur das eine. Manche können aber auch alles, aber die Leute denken halt, ich baue den an eine Position und damit bin ich safe. Und das ist ja genau das Gefährliche. Genau. Ich muss mich halt dann bei solchen Geräten entscheiden, ja, in welche Höhe montiere ich es denn? Ja. Will ich die Butan-Propan-Gase später detektiert haben? Dann macht man es höher, dafür hat man die CO-Gase früher. Ja. Oder macht man es unten hin, dann ist aber CO schon aufgefüllt. Das heißt, ich lebe schon gar nicht mehr. Wollte gerade sagen, also dann darum, bringt der Alarm nämlich nichts. Genau. Darum ist es wichtig, wirklich, wenn ein Gaswarngerät zu nehmen, das wirklich dann auch einen weiteren Sensor mit aufnehmen kann. Und das wäre bei uns zum Beispiel die Gas Pro-Serie. Okay. Hier haben wir jetzt den Gas Pro 3 zu sehen. Das ist der neueste Gaswarner, den wir anbieten. Der ist nach DIN-Norm hergestellt, also nach ganz hohen Kriterien, der über auch eine intelligente Software dementsprechend auch viele Dinge eben reguliert. Außerdem das heißt, das wäre jetzt der unten hinkäme. In dem Fall jetzt die Gas Pro 3. Ja. Die hat einen Kohlenwasserstoff-Sensor mit drin, also alles, was Flaschengase angeht. Ja. Der müsste dann unten montiert werden. Okay.
Und an diesen kann ich dann wiederum einen zweiten Sensor anschließen, der dann Kohlenmonoxid detektiert. Das heißt, ich habe eine Zentrale und habe das Ganze über einen zweiten Sensor und hätte beide Gastypen abgedeckt. Ach so, cool. Also du hast dann wirklich, du brauchst nicht zwei verschiedene Gaswarner. Mhm. Du machst diesen einen und dann mit einer Leitung gehst du dann an den zweiten, an einen Entnahmepunkt. Ja, also, genau, der dann im oberen Bereich des Fahrzeugs ist. Okay. Und dann detektiert er eben auch die zweite Gassorte. Ja, weil das wird total oft vergessen. Ne? Mhm. Also viele kaufen sich diese Gaswarner, machen halt sich einen Gaswarner rein und vergessen aber tatsächlich das entweder oder. Ja, je nachdem, für was der Sensor halt ausgelegt ist. Und ich finde immer, man sollte definitiv beides haben, weil beides kann dich umbringen. Ja gut, eins kann dich umbringen, das andere ist nicht ganz so gefährlich. Aber Kohlenmonoxid, wie gesagt, da reicht ja nicht so viel aus, wenn ich das in der Blutbahn drin habe. Genau. Kohlenmonoxid riechst du nicht. Mhm. Wenn du Propan, Butan, du würdest es, jeder, glaube ich, Camper kennt das, wenn dir die Gasflaschen wechselt, du riechst das. Mhm. Also das würdest du vielleicht noch riechen, aber wenn du tief und fest schläfst, dann nicht mehr. Dann riechst du das auch nicht. Nein. Und dann ist nämlich, weil ich habe schon so oft gehört, ja, aber Gas, ganz ehrlich, das rieche ich doch. Mhm. Ne? Ja, tust du, aber nicht, wenn du schläfst. Nein, wenn man schläft, ist das Riechorgan ausgeschaltet. Dann kriegst du es nicht mit. Das heißt, man riecht es nicht. Deshalb gibt es ja auch so viele, die in Wohnungen verbrennen, weil sie Kohlenmonoxid oder eben sterben, weil sie Kohlenmonoxid nicht riechen. Genau. Und deshalb ist das eben eigentlich das gefährlichere Gas. Ja. Die Variante, die ich gerade beschrieben habe, dass das Hauptgerät unten ist für Flaschengase und ein Zusatzsensor oben, diese Variante gibt es einmal von der Gaspro 3, aber auch genau umgekehrt. Okay. Das heißt, ich habe dann das Hauptgerät im oberen Bereich des Fahrzeugs. Ach, da ist dann der Kohlenmonoxidmelder drin. Dann nennt sich der Gaspro 3 CO. Ah, okay. Und dann kommt ein Flaschengassensor dementsprechend nach unten für die Butanpropan. Das heißt, du kannst es auf der Einbausituation im Fahrzeug, wo ich gerade für was mehr Platz habe, kannst du es dann super anpassen. Ja. Ah, das ist toll. Das ist toll. Das Schöne bei der Gaspro 3 ist auch, ich kann entscheiden, möchte ich es mit der Alarmanlage verbinden. Ja. Das heißt, im Alarmfall würde dann nicht nur die Innensirene von dem Gerät losgehen, sondern in dem Fall dann auch die Außenhupe. Okay. Und wenn ich den Profiler damit verbaut habe, würde ich, wenn ich nicht am Auto bin, das auch als SMS kriegen. Das heißt auch wieder ganz, ganz cool, wenn jetzt zum Beispiel so ein CO-Alarm losginge. Mhm. Und aus welchen unerfindlichen Gründen, der eine würde es im Auto nicht mitbekommen, kriegt über den Profinder eine andere Person, wenn du sie mit angelegt hast, der beispielsweise jetzt zu Hause ist oder so, ein Alarm, auch das CO-Alarm im Auto, der könnte versuchen, dich zu kontaktieren. Wenn du nicht erreichbar bist, könnte er auch wieder Notruf sagen, pass auf, da und da ist der Alarm ausgelöst, der steht an der und der Stelle, geht gucken. Ja. Hammer. Diese Funktion habe ich aber nur, wenn ich dann auch den Gaswarner wiederum mit der Alarmanlage verbinde. Klar. Wenn ich mich dazu entschließen sollte, das eben nicht zu tun, dann kommt natürlich auch zu Hause jetzt bei denen nichts an. Das geht immer nur in Kombination, wenn das angelernt ist. Aber ich merke schon, es gibt so viele Möglichkeiten, die du hast. Also du bist nicht auf eins begrenzt, nimm das und so ist es, sondern du kannst es dir selber so machen, wie du es möchtest, mit den verschiedensten Gerätschaften, die dazu gehören. Ja. Was ich noch, du hattest mir gesagt, ich hatte jetzt eben den Funksensor, da sind jetzt zwei Symbole drauf. Einmal mit und einmal ohne Ton? Oder wie funktioniert das? Genau, wenn du jetzt hergehst und willst die Alarmanlage scharf machen, dann gibt es die Möglichkeit, das entweder mit Ton zu machen. Achtung! Dann habe ich halt immer diesen Piepton. Ja. In der Nacht ist das natürlich, wie gesagt, für den, der dann mitreisend ist, der ist dann wach. Das stimmt wohl. Na? Wenn ich dann das Ganze wieder unscharf machen möchte, kann ich das entscheiden, ob ich das mit oder ohne Ton mache. In dem Fall machen wir es jetzt mal ohne Ton. Und die Alarmanlage ist jetzt dementsprechend aus. Ach, und du hast dann auch hier oben diese Status-LED, ne? Genau, die Status-LED zeigt mir einmal an, ob zum Beispiel die Alarmanlage jetzt wie jetzt scharf geschaltet ist. Ja. Dann habe ich einen gleichmäßigen Blinkton. Ja. Oder wenn ich sie unscharf mache, oben drüber die Leuchte zeigt und signalisiert praktisch nur den Blinker. Ach so, weil der mit angesteuert wird? Genau. Klar. Und dann ist dementsprechend das eben wieder aus. Diese LED zeigt mir aber auch zum Beispiel an, wenn ich jetzt keinen Profiler mit verbaut habe, weil ich sage, ich habe jetzt erstmal nur die Basisanlage verbaut. Ja. Wenn jetzt ein Funkmagnetkontakt zum Beispiel auslösen würde, dann würde ich über diese LED sehen können,
was der Alarmgrund war. Ob die Originaltür geöffnet wurde, ob ein Funkkontakt... Also wenn du das alles nicht hast, hast du da einen Blinkcode, der dir dann sagt, wo du nachgucken kannst, die in die Reihenfolge blinkt die. Dann kann ich nachgucken, was bedeutet das und kannst alleine an dem Status daran ablesen, was gewesen ist. Genau. Wenn natürlich jetzt die Tür aufgebrochen ist und die Tür offen steht, dann brauche ich da nicht mehr gucken. Aber zum Beispiel, wenn der Gaswarner ausgelöst hat, dann ist ja von außen nicht sichtbar. Richtig. Dann sehe ich aber, wenn ich zurückkomme ans Auto, bekomme ich nach diesem normalen Piepton, ich nur einen langen Piepton, damit ich weiß, irgendwas es war ein Ereignis. Und dann kann ich, solange ich die Alarmanlage nicht wieder scharf schalte, kann ich anhand der LED sehen, was war. Ah, okay. Weil was die Anlage zum Beispiel auch kann, ist eine sogenannte Störsendererkennung. Das können viele anderen Alarmanlagen nämlich nicht. Ach stimmt. Wenn also jemand mit dem Störsender in der Nähe war und jetzt ein Alarm ausgesprochen wurde, das heißt, es hat gehupt, hat geblinkt, der Nachbar sagt mir, hör mal, deine Alarmanlage ist losgegangen, dann kann ich ganz normal ans Auto rangehen, mache die Alarmanlage unscharf, entweder mit dem Originalschlüssel oder mit dem Handsender und habe, bis ich das nächste Mal die Alarmanlage scharf mache, sehe ich über den Blinkcode, was der Alarmauslösegrund war. Weil da einer versucht hat, mit einem Störsender was zu manipulieren. Mega. Also, ich bin total geflasht, weil das System ist so kompakt, aber es hat so viele Möglichkeiten. Mhm. Also, total, total der Hammer. Also, du kannst orten, du kannst Alarm, du kannst die Gaswarner-Sachen machen, du kannst im Nahbereich mit dem Vernetzungsmodul, du kannst das Auto orten lassen, du kannst es ausschalten lassen, also ausschalten, falls es doch weg sein sollte. Mhm. Was ich nicht glaube, was damit passieren würde. Aber auch das wäre möglich. Du kannst mit dieser Funkkabelschleife agieren und kannst deine Fahrräder, deine Möbel, deinen Grill draußen alles sichern. Du kannst die Magnetfunkkontaktschalter selbstständig nachträglich noch mit einbinden. Habe ich was vergessen? Das ist ja unfassbar viel. Und alles kann ich einzeln benutzen. Das heißt, ich kann, wenn ich mich entscheide, die Vibro-Note zu nehmen oder Vibro 3 SafeLock, kann ich die Standalone für sich verwenden. Wenn ich aber sage, mir ist erstmal wichtiger, mein Fahrzeug zu orten und vielleicht stillzulegen, kann ich das als erstes machen. Oder wenn ich sage, ach, ich will gar nichts von den beiden Sachen und möchte nur ein Gaswarnsystem haben, kann auch dieses eben standalone für sich verwendet werden. Und alles kann ich dann im Nachgang miteinander in irgendeiner Form wieder dann wieder vernetzen. Vernetzen, genau. Hammer. Stefan, super viele Infos. Und ich denke mal, auch für viele Zuschauer war das sehr, sehr aufschlussreich, weil es kommen ja immer wieder Fragen und wie gesagt, in dem Video jetzt einfach mal das System erklärt, was kann es, was kann man machen. Ihr habt einen schönen Konfigurator. Mhm. Können wir da noch ganz kurz drauf eingehen? Ja. Wir haben jetzt hier an dem Display diesen Konfigurator. Den findet man aber bei uns auch auf der Homepage. Ja. Und da kann man dementsprechend sein eigenes Sicherheitssystem zusammenstellen. Das heißt, man wählt erstmal... Ja, das kann man sehen mit der Spiegelung. Jetzt geht. Man sieht im Prinzip oder hat jetzt erstmal die Auswahl, was habe ich denn überhaupt für eine Bauform an Auto. Mhm. Wir nehmen mal ein teilintegriertes Fahrzeug. Ja. Dann werde ich gefragt, welche Marke des Basisfahrzeugs habe ich. Ja. Wir wählen hier einfach mal den Fiat Ducato. Ja. Dann werde ich noch gefragt, welches Baujahr der ist, weil da gibt es halt Unterschiede. Okay. Beim Fiat Ducato gab es ja bis 2018 diese Sicherheitslücke. Ja. Das heißt, da wird die Vibro 3 empfohlen als SafeLock-Variante. Mhm. Da aber auch mit der Schlüsselumrüstung. Okay, ja. Wenn ich jetzt einen neuen Ducato zum Beispiel habe, wo diese Umrüstung der Schlüsselplatine nicht mehr vonnöten ist, dann habe ich ja zum Beispiel ein Modell nach 2021 gebaut. Ja. Weil da kam die Ducato-Reihe Serie 8 raus. Okay. Dann habe ich hier meine drei Kategorien. Alarmsystem, Gaswarner, Fahrzeugortung. Mhm. Und hier kann ich jetzt einfach mir das zusammenstellen, so wie ich es ganz gerne haben möchte. Zum Beispiel jetzt bei der Alarmanlage wird mir immer die Alarmanlage angeboten. Na, das WLAN ist leider hier nicht so gut. Da kommt. Jetzt hat er's. Okay, jetzt haben wir hier das Alarmsystem. Was man aussehen? Ja, er macht es nicht auch. Das WLAN hier in der Halle, ja, ne? Ist leider nicht so berauschend. Also hier wird mir jetzt speziell angeboten die Vibro 3 SafeLock. Ja. Die wähle ich aus und habe hier unten dann einen Button Zubehör.
Okay. Und da kann ich mir jetzt das alles so zusammenstellen, wie ich es ganz gerne haben möchte. Ah, okay, okay. Wie viele Funkmagnetkontakte ich zum Beispiel im Fahrzeug verbauen will. Wir unterscheiden da, man sieht hier schon eine 1, das ist der, der serienmäßig mit dabei ist. Okay, verstehe ich. Wir unterscheiden im Prinzip einmal alles, was außer der Garagenklappen ist, mhm, und einmal Garagenklappen. Hintergrund ist ganz einfach, bei den Garagenklappen brauche ich einen zusätzlichen Montageadapter. Und damit der nicht vergessen wird, ist der da praktisch automatisch hinterlegt. Clever. Ja? Wir wählen einfach mal, damit man das anschließend in der Auswahl sieht, einfach mal einen zusätzlichen hinzu. Ja. Die gibt es halt in Weiß und in Schwarz. Für die Hickeys wählt man dann Weißen oder für die Aufbautür. Ja. Und ansonsten für die Fenster Schwarze. Na, jetzt baut sich langsam das System auf. Das kann man halt sehen, wie genau. Das liegt jetzt am WLAN in der Halle. Genau. Wir nehmen noch mal einen weißen hinzu, damit wir das anschließend in der Auswahl auch dabei sehen. Dann werde ich darauf hingewiesen auf die Kabelschleife. Ja. Die gibt es halt in weiß und in schwarzem Kopf. In 2,50 Meter oder in 5 Meter Länge. Wir wählen mal die 5 Meter Länge mit schwarzem Kopf. Der Funkhandsender, da sieht man, ist auch wieder eine 1 drin, weil der zum Lieferumfang hinzugehört. Da brauchen wir aber nicht mehr. Dann das Vernetzungsmodul, was wir ja hier in der Mitte gesehen haben, genau, wählen wir auch mal mit hinzu. Und dann wird mir jetzt hier der Funkgaswarner noch angeboten in der Auswahl der Vibro-Zubehörteile, weil der Funkgaswarner, der Butan Propan Narkose und K.O. Gas detektiert, geht nicht standalone, sondern funktioniert immer nur mit der Alarmanlage, weil er keine eigene Sirene hat. Deshalb wird er eben hier mit angeboten. Ah, okay, verstehe ich. Wir wählen den einfach mal aus und gehen danach auf die zweite Kategorie, Gaswarner. Weil wenn ich mich da jetzt umentscheide und sage, ach nee, der Gas Pro 3 gefällt mir ja doch viel besser, dann kann ich den wählen und bekomme dann dementsprechend den Hinweis, Achtung, du hast ja schon einen Gaswarner ausgewählt. Okay, verstehe ich, ja, ja. Das macht er in der Online-Variante dementsprechend auch. Und dann habe ich hier unten die Auswahlmöglichkeit, ob ich eben den ersetzen möchte, damit ich nicht zwei unterschiedliche Systeme in der Konfiguration drin habe, klar, oder ob ich beide übernehmen möchte. Okay. In dem Fall ersetzen wir ihn mal. Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, über Zubehör wählen, dann den zweiten Sensor auszuwählen. In dem Fall dann der CO-Sensor. Und dann bleibt die letzte Kategorie noch übrig, nämlich die Ortung, der Profinder. Den nehmen wir mit. Wenn ich den auswähle, dann ist der auch dementsprechend in der Konfiguration mit drin. Okay. Der Konfigurator wird jetzt nochmal angepasst werden, weil immer mehr Fahrzeuge werden wir die Möglichkeit haben, stillzulegen. Okay. Überall da wird dann eben auch gleich ein Pop-up-Fenster aufkommen, ob diese Abschalteinrichtung mit dazu gewählt werden soll. Okay. Ja, beim Ducato 8 ist es im Moment noch nicht fertig eingepflegt, funktioniert aber schon. Ja. Und wenn ich jetzt hergehe, hier unten habe ich einmal den Betrag, den ich jetzt habe an Produkten. Ja. Und dann kann ich hier unten aufs Ergebnis gehen und habe hier meine einzelnen Produkte nochmal aufgeführt. Normalerweise ist dann hier immer noch das Bild dazu. Genau, das liegt jetzt hier baut sich ein bisschen auf, das dauert einen Moment. Und wenn ich jetzt sage, ach nee, das Produkt möchte ich jetzt doch nicht mehr dazu haben, kann ich das hier hinten über den Mülleimer einfach wieder rauswählen. Perfekt. Ansonsten, wenn ich dann am Ende bin, das ist jetzt der Unterschied gegenüber der Online-Variante, hier bei dem Tablet kriege ich so einen QR-Code angezeigt. Bei der normalen Variante habe ich jetzt die Möglichkeit, das einmal als PDF umzuwandeln oder mir als E-Mail zuzusenden. Und dann habe ich genau diese Konfiguration, mit der ich dann zu meinem Fachhändler hingehen kann und kann sagen, das hätte ich ganz gerne. Ja, das ist super. Und der rechnet dann dementsprechend und erstellt ein Angebot. Wegen Montage. Wegen Montagekosten etc. Ja, aber so kann man sich auf jeden Fall schon mal vorab das Ganze machen und weiß genau, was man haben möchte und kann dann damit dahin gehen und man weiß, was es einen kostet und weiß also wirklich über alles im Grunde schon Bescheid. Genau. Hammer. Stefan, wir haben ein langes Video gemacht. Ich hoffe, dass es wirklich vielen hilft und viele Fragen beantwortet, weil ich denke mal, wir sind auf ziemlich alles eingegangen. Es wird immer noch Fragen geben, immer. Deswegen haut die einfach gerne unten in die Kommentare und wir versuchen sie dann so gut es geht zu beantworten. Oder schaut auch gerne einfach mal bei T-Tronic auf der Internetseite vorbei. Wie gesagt, da auch gerne der Konfigurator, weil ganz ehrlich, das ist mal ein Konfigurator, den versteht man. Mhm. Weil ich kenne so viele Konfiguratoren, wo du erstmal davor sitzt und denkst,
was mache ich denn jetzt hier? Aber das ist selbsterklärend. Hab da mega gemacht. Stefan, vielen lieben Dank. Ich danke dir für deine Zeit und fürs Erklären. Und ja, und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.